Als ein Mann seinen Freund vor einem Schlangenbiss retten will, wird er selbst mehrfach gebissen und stirbt an den Folgen des Schlangengifts. Der Vorfall mit tragischem Ende ereignete sich bei einem Schulfest im australischen Mackay im Bundesstaat Queensland. Ein 69-Jähriger versuchte, eine Schlange zu entfernen, die sich um den Knöchel seines Freundes gewickelt hatte. Bei dem Versuch wird er selbst mehrfach gebissen. Die Rettungskräfte leiteten sofort Wiederbelebungsversuche ein, doch das Gegengift kam zu spät. Der Mann starb vor den Augen seiner Familie. Wegen der Symptome, die der Mann gezeigt hatte, handelte es sich einer Polizeisprecherin zufolge wohl um eine Braunschlange. Die Auburn Snakes sind tagesaktiv und gelten als eine der giftigsten Schlangenarten Australiens. Das mutige Handeln des 69-Jährigen hatte seinen Freund wohl tatsächlich vor dem Gifttod bewahrt. Der andere Mann wurde zwar auch gebissen, überlebte die Attacke jedoch.